Hallo liebe Top-Familie, liebe Fußballfreunde, alle miteinander. Herzlich willkommen mal hier zu einem anderen Video. Ich hatte irgendwie Bock da drauf, ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir so, lasst uns mal ein Sudoku machen. Ich werde auch irgendwann in nächster Zeit ein Video hochladen, wo wir ein Kreuzworträtsel machen, weil ich irgendwie voll Bock auf solche Videos habe. Am 1. November, das ist ja jetzt für euch schon, ich sag mal, in ein paar Tagen bald, kommt ein sehr wichtiges Video, hat auch mit Unterhaltung zu tun. Ich sag nur Hashtag Special Dezember, schaltet ein, denn da ist eure Meinung mitgefragt. Gut, lasst doch einfach mal gucken. So, wie geht man in einem Sudoku vor? So, wir haben hier eine 5 und wir haben hier eine 5. Das heißt, hier oben muss eine 5 sein. Die kann aber hier oder hier sein. Okay. Man braucht erstmal Aufhänger. Man braucht immer erstmal Aufhänger. 7, 7, das heißt, hier haben wir auch drei Möglichkeiten mit einer 7. Okay. Eine Zahl ist immer safe, muss man sagen. Also es gibt immer eine Zahl, die safe ist. Wir spielen jetzt auf schwer, nicht auf, ich glaube, Profi war das noch oder fortgeschritten oder irgendwie so. Es gab hier drei Stufen. Okay, lass doch mal gucken. Wie gesagt, ich brauche erstmal so einen Aufhänger. Jetzt stört mich hier eine Fliege. Alles klar. Wir brauchen mal so gemeinsame Zahlen. Muss man aber auch erstmal finden. Wie ist das denn, wenn wir uns jetzt diese drei hier anschauen? 7, 7. Ah, dann haben wir hier eine 7. Okay. Guck mal, eine Zahl haben wir jetzt schon mal. Eine Zahl haben wir schon mal. So. Bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Manchmal gehe ich auch so daran, dass ich so im Kasten gucke, welche Zahlen sind da schon. Wo sind zum Beispiel die meisten Zahlen? Es sind vier, hier sind sogar fünf Zahlen drinne. Okay, eins. Wo kann die eins hin? Die eins kann nur nicht hier hin. Ansonsten haben wir drei Möglichkeiten. Okay, zwei, drei, vier, fünf. Die sechs kann hier nicht hin. Bei den beiden haben wir 50-50. Dann noch die sieben und acht. Die sieben kann hier nicht hin und hier nicht hin. Haben wir noch zwei Möglichkeiten und die acht. Überall. Okay. Kann man leider noch nicht so viel mit anfangen. Eins, zwei, drei kann hier nicht, die kann hier nicht und die kann hier nicht. Können wir das leider nicht ausschließen? Vier. Oh, die fünf kann komplett hier nicht und die kann hier nicht. Das heißt, hier kommt die fünf hin. Sechs, sieben kann hier nicht. Ah, die kann komplett hier nicht. Das heißt, hier kommt die 7 hin. Und dann haben wir noch die 8 und 9. 9 kann hier nicht. Ansonsten würde ich es ausschließen. Warte mal, 1, 2, die 3. 3 kann hier nicht. Ansonsten können wir es nicht ausschließen. Okay. Haben wir aber insgesamt schon mal zwei 7er und eine 5. Gucken wir mal hier. Die 1 kann hier nicht, die kann hier nicht. Können wir das beides nicht ausschließen? 2. Die 3 kann hier nicht. Nur da nicht. Sonst können wir nicht ausschließen. 4 haben wir, 5 haben wir. 6 kann komplett hier nicht, kann hier nicht. Sonst können wir nichts ausschließen. 7, die 8 können wir gar nicht, die 9 auch nicht. Okay. Okay. Wie gesagt, ich achte nicht auf die Zeit, das ist mir echt vollkommen egal. Ich möchte einfach nur mal wieder Sudoku machen, weil ich mache das echt liebend gern sowas, aber ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich hatte mal so ein Sudoku-Buch und habe früher gerne Dr. Kawashimas Gehirnjogging gespielt. Und da habe ich auch immer sehr gerne das Sudoku gemacht. Und diese Rätsel. Warte mal, guck mal. 1, 2, 3. Das heißt,
Es fehlt die 4 in dieser Reihe. Die 4 kann hier nicht stehen, weil es schon in diesem Kasten steht. Das heißt, hier kommt die 4 hin. 5, 6, 7, 8. Das heißt, hier kommt die 9 hin. Du gespeichert das Level beim Beenden. Okay, gehen wir mal diese Reihe durch. 1. Fehlt die 2. Die 2 kann hier und hier stehen. 3, 4, 5. Fehlt die 6. Die 6 ist in diesem Kasten noch nicht, das heißt, die 6 kann hier sein oder hier sein. 7, 8 und die 9. Kann auch da und da sein. Aber warte mal. Hier und hier kann die sein. 1, die 2 fehlt. So, pass auf, die 2 kann hier und hier. 3, 4, 5. Die 6 kann hier. Bei den beiden. Die 6 steht in einem von den beiden. Und dann war das noch die 9. Und die 9 steht auch in einem der beiden. Das bedeutet, wenn 6 und 9 hier sind und man hier und hier zwischen der 2 tendiert, kann die 2 nicht mehr hier stehen, weil hier auch die 6 oder 9 stehen kann. Das heißt, hier muss die 2 hin. So. Da die 2 ist, haben wir hier noch zwei Auswahlmöglichkeiten. Können wir noch nie ausschließen. Gehen wir mal eben kurz diese Reihe durch. Fehlt die 1. Die 1 kann in allen drei. Nee, kann hier und hier sein. Okay. 2, 3. Die 4 fehlt. Die 4 kann nur hier sein. Weil da kann sie nicht stehen. In diesem Kasten kann sie nicht stehen. Das heißt, die 4 kann nur hier sein. Gucken wir nochmal nach der 1. 1, okay, können beide. Und welche Zahl fehlt jetzt noch? Die 9? Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, nee, warte, hier nicht. Hier kommt dann die 9 hin. Und hier die 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9, 6, 9. Weil beides noch nicht ausschließen. Können wir auch nichts machen und ich glaube hier auch nicht. Zumindest erstmal so auf den ersten Blick. Hier kann die 1 nur nicht. Die 2 haben wir 2, 3, 4, 5. Die 6 kann hier nicht. Nur hier nicht. Die 7 kann da und da nicht. Ah, warte mal, die 7 kann da nicht, weil da ist eine. Die 7 kann hier nicht. Hier ist eine 7. Okay, gucken wir nochmal. Hier kann die 1 nicht. Als einziges, okay. 2, 3, 4, 5, die 6 kann hier nicht. Haben wir noch was zum Ausschließen? Nee, leider nicht. 7 und dann noch die 8. Ja, die 8 ist so ein Problemkind. 7, 7, das heißt, in einen dieser drei kommt eine 7 rein. Können wir nur das ausschließen, da oder da? Ja, wir wissen, dass 8 hier in der Mitte ist. Wir wissen aber nicht, wo. Weil hier ist eine 8, da ist eine 8. Können wir leider noch nichts ausschließen. Geben wir mal hier ein 1, 2. Die 3 kann hier nicht. Kann komplett hier nicht sein. Hat man zwei Möglichkeiten. Die 4. Mal kurz gucken. Kann nur hier oben stehen. Haben wir 50-50. 5 fehlt in diesem Kasten. Die kann in den beiden nicht. Ansonsten drei Möglichkeiten. Die 6 kann hier nicht. Nur hier nicht. 7 haben wir und dann noch die 8. Ja, 8 können wir erstmal echt knicken. Gucken wir mal hier. Hier kann die 1 nicht. Hier kann komplett die 1 nicht. Und dann auch noch hier haben wir zwei Möglichkeiten. 2. Die 3 kann komplett hier nicht. Nur komplett hier nicht. 4 kann hier nicht, kann komplett hier nicht.
zu viel. 5 kann da nicht und da nicht. 6 haben wir und dann noch die 7. Kann hier nicht. Ja, wissen wir, kann nur dastehen oder dastehen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9. Will er noch nichts ausschließen. Hier kann die 6 sein. Wenn hier die 6, pass auf, wenn hier die 6 stehen würde, theoretisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wenn hier die 6 steht, jetzt pass auf, wenn hier die 6 steht, müsste hier die 9 stehen. Das geht aber nicht. Das bedeutet, hier muss die 9 stehen. Hier ist die 9. Demzufolge ist hier die 6. Weil das macht am meisten Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und in dieser Reihe fehlt jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5. Und hier fehlt jetzt die 6. Hier in der Reihe fehlt jetzt noch die 1 und die 2. Können wir bislang aber noch nicht ausschließen. Okay, das war ganz gut so vom Ausschlussverfahren her. Die 6 kann komplett hier nicht. Die kann hier nicht, die kann nur unten. Das heißt, hier steht die 6. Gucken wir mal nach der 2. Die muss oben stehen. Ein der beiden. Die 3. Komplett hier nicht. Kann da nicht. Hier steht die 3. Hier haben wir die 3. Hier haben wir die 3. Das heißt, hier kommt die 3 hin. Dadurch, dass sie in der Mitte noch fehlt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier kommt die 8 hin. Gucken wir nochmal noch von vorne. 1, die 2 muss hier oben stehen. Haben wir immer noch zwei Möglichkeiten. 3, 4, 5, 6. Haben wir noch die 7 und 9. 7 steht hier und hier. Das heißt, hier kommt die 7 hin. 2 haben wir immer noch diese beiden Möglichkeiten. Das heißt, ist entscheidend die 9. Die 9 kann hier nicht in der Reihe stehen. Das heißt, hier kommt die 9 hin, hier kommt die 2 hin. Gehen wir wieder durch. Wir haben hier die 2, wir haben hier die 2. Kann nur in der Mitte stehen. Okay, können wir noch nicht ausschließen. 1, warte mal. Die 1 kann hier nicht stehen. Das heißt, hier muss die 1 hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt hier die 9 hin. Gehen wir auch mal diese Reihe durch. 1, 2, fehlt die 3. Die 3 kann hier nicht stehen. Bleibt noch beides übrig, geht noch. 3, 4, 5. Die 6 kann hier nicht stehen. Die 6 kann hier nicht stehen, kann also nur noch hier stehen, die 6. 7, die 8 kann noch hier stehen und hier stehen. 1, 2, die 3. Die 3 kann hier nicht stehen, das heißt, hier kommt die 3 hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kommt hier also die 8 hin. Gehen wir diesen Kasten durch. 1, die 2 kann noch in beiden sein. 3, 4, fehlt noch die 5, kann auch in beiden sein. Gucken wir mal hier unten. Hier fehlt die 1. Geht noch beides, 2, 3, 4, 5, 6, 7, für die 8 können wir leider noch nicht ausschließen, 1 oder 8, okay. Also, warte mal, wenn hier 1 oder 8, hier muss aber 1 oder 8 hin, auch schon aufgrund dieser Information. 1, 8, das heißt, 2 fehlt, na, kommt 1 in den beiden hin, dann noch die 3, 4 und die 5. Die 5, also hier kommt 2, 5 hin, wisst aber nicht wo, und hier 1 und 8. 2, 5, 1, 8. Schade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8. Kommt hier die 6 hin, hier die 8. Okay, gehen wir mal diese Reihe wieder durch. Die 1 kann hier nicht mehr stehen, die 1 kann nur hier stehen. 1, das heißt, dem Kasten fehlt 1, die 2. 1, 2, genau, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In der Reihe 1, 2, fehlt die 3. Kommt hier die 3 hin.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht kommt hier, also die neun hin. Demzufolge kommt, wenn hier, an die neun haben wir jetzt alle hier dann. Gehen wir mal eben diese Reihe hier durch. Was fehlt? Es wird die eins. Die eins kann noch hier stehen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und die acht. Eins und acht. Die kann beides sein. Was fehlt noch hier? Die 1 und 8? Ja, 1 und 8. Okay, können wir also mit der Info noch nichts anfangen. Hier kommt 1 und 8 hin und hier kommt 1 und 8 hin. Das heißt, das ist jeweils vertauscht. Aber wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge. Gehen wir mal diese Reihe hier durch. 1 fehlt die 2. Die 2 kann hier noch stehen. Und ja, hier kann sie gar nicht stehen. Hier kann die 2 nicht stehen, weil hier im Kasten schon eine 2 ist und allein auch schon hier. Das heißt, hier muss die 2, in demzufolge 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich hier die 5? 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, hier kommt die 5 hin. 1, 2, 3, 4. Fehlt die 5. Das heißt, hier kommt die 5 hin. 5. Für die 6, richtig, 6, 7, 8, 9, das heißt, hier kommt die 6 hin. 1, 2, für die 3. Die 3 kann hier sein, nicht sein, kann hier nicht sein, das heißt, hier kommt die 3 hin. 1, 2, 3. Und dann fehlt noch die 4, 5, 6, 7, die 4 und 8. Das heißt, hier kommt die 4 hin, hier kommt die 8 hin. Okay. Ja, wir leider noch nicht hier ausschließen mit 1 und 8. Warte, welche Zahl würde ich fehlen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, auch die 8. Die 8 kann aber hier nicht stehen. Das heißt, hier kommt die 8 hin. Hier kommt die 1 hin. Hier kommt die 1 hin. Hier kommt die 8 hin. Hier kommt die 1 hin. Und wir sind fast fertig. Jetzt haben wir nur noch einen Kasten. 1, 2. 3. Die 4 kann hier nicht stehen und hier nicht. Heißt, die 4 kommt dahin. Die 5 haben wir hier. Komplett hier. Das heißt, hier kommt die 5 hin. 5, 6. Hier noch die 7 und 8. Hier steht die 8. Das heißt, hier kommt die 8 hin. Hier kommt die 7 hin. Glückwunsch, ohne Prüfbacken geschafft. Zeitgutschrift hierfür beträgt minus 2. Spitze, schweres Sudoku geschafft. In 21 Minuten, beziehungsweise ja sogar etwas weniger, wenn man es ganz genau nehmen will, wenn ich auch noch hier die Zeit, die hier lief, abziehe. Das hat Spaß gemacht. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, irgendwie zuzuschauen. Ich werde euch das verlinken. Dieses Quiz ist hier nämlich in der Süddeutschen Zeitung, witzigerweise. Ich habe gleich das erste genommen, was ich gefunden habe. Und ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr mehr sowas mal sehen wollt, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr Teil der Top-Familie, der Community, der Fußballfreunde werdet, von allem. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns zu meinem neuen Video auf meinem Kanal wieder und bis dann bleibt mir zu sagen. Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.